Im Sachverhalt Anne Spiegel, könnten Sie uns da noch mal genauer erläutern, warum Ihrer Meinung nach sie versagt hat? Sie ist zum damaligen Zeitpunkt die verantwortliche Ministerin im Umweltministerium gewesen. Im Umweltministerium und beim Landesamt für Umwelt sind die entsprechenden Voraussagen eingegangen. Und über das Umweltministerium laufen dann auch die Warenketten hin zu den Katastrophenbehörden. Und das ist in diesem Falle eben nicht lückenlos passiert. Am Tag vor der schlimmen Flut hat sich Frau Spiegel einzig und allein um ihre Rede im Landtag gekümmert. Sie hat Warnungen, die eingingen, nicht ernst genommen. Sie hat alles delegiert auf ihren Staatssekretär Manz, ohne zu kontrollieren, ob der das richtig macht und ohne, dass sie in Kontakt getreten ist mit dem zuständigen Innenminister für Katastrophenschutz, Herrn Devens. Und nach der Landtagssitzung ist sie essen gegangen, war dann auch nicht bis nachts bereit, in irgendeiner Form in ihrem Ministerium etwas zu tun oder tätig zu werden. Und bis morgens dann am nächsten Tag, als die Flut vorbei war, hat sie auch nicht reagiert. Danach hatte sie sich zunächst dann erst einmal darum gekümmert, dass sie ein gutes Image bekommt. Sprich, Sie machen das daran fest, dass keine tausende Kommunikationswege stattgefunden hat, wie sie es doch ausgesagt hat, oder? Es ist so, dass sie keine Kommunikation betrieben hat, um tatsächlich an diesem schlimmen Abend auch mitzuhelfen, dass Leben gerettet werden. Sie hat schlichtweg sich weggeduckt. Das ist das große Problem. Wir haben dadurch die Situation, dass viele Meldungen überhaupt nicht dorthin gekommen sind, wo sie hingemusst hätten. Viele Warnungen nicht ausgesprochen wurden. Und das ist das politische Verschulden von Anne Spiegel. Sprich, wir sprechen dann darüber, dass wir von Zeitverlusten mittlerweile wissen, die von circa 6 Stunden sind. Also man hätte zeitig genug evakuieren können, um noch mehr Menschenleben zu retten. Man hätte nicht nur zeitig evakuieren können, sondern man hätte insgesamt zeitig warnen können, teilweise bis zu 6 Stunden früher. Das hätte viele Menschenleben gerettet, das hätte viele Schäden vermieden. Und so hat sie schlichtweg alles laufen lassen, ohne sich einzumischen. Das ist für eine Ministerin völlig daneben und das macht mich fassungslos. Fassungslos fand es ja wohl auch die Pressesprecherin der Landesregierung. Sie hatte dort, jetzt muss ich gerade einmal schauen, sie hatte doch etwas Bestimmtes gesagt, besondere Warnmeldungen lagen nicht vor und sie selbst sagt ja, dass das nicht in Ordnung war, dass die Pressemitteilung rausging. Was halten Sie davon? Also hat auch Malu Dreyer irgendwo versagt oder doch nur Anne Spiegel? Das wird jetzt sehr interessant werden. Unser erstes Zwischenfazit hat sich mit Frau Spiegel befasst. Dort stellen wir fest, dass Frau Spiegel sich nicht um ihr Haus gekümmert hat, dass Frau Spiegel sich nicht um die Katastrophe gekümmert hat, dass Frau Spiegel, so schlimm das ist, sich nur um ihr eigenes Image gekümmert hat. Inwieweit Frau Dreyer sich um sich gekümmert hat oder um die Katastrophe und inwieweit Herr Lewens als zuständiger Innenminister sich darum gekümmert hat, das werden wir jetzt in Erfahrung bringen, wenn beide im Ausschuss aussagen. Okay, aber Sie fordern ja im Prinzip momentan etwas, denn Sie fordern ja nicht nur, dass Anne Spiegel im Prinzip ihren Bundesfamilienministerin-Position absetzen soll oder niederlegen soll, sondern auch noch, dass Erich Manz und doch im Untersuchungsausschuss jemand sein Amt niederlegen soll. Warum tun Sie das? Woran machen Sie das fest? Wir haben jetzt bei dem ersten Zwischenfazit feststellen müssen, dass die Verfehlungen, die Versäumnisse so hoch und so groß sind, dass eine Ministerin wie Frau Spiegel in ihrem Amt nicht gehalten werden kann. Sie ist keine Landesministerin mehr, aber sie hat ja auch Verantwortung auf Bundesebene als Bundesministerin. Auch dort hört man, dass sie ihrer Aufgabe nicht gerecht ist. Hier hat sie bewiesen, dass sie nicht in der Lage ist, das Ministeramt auszuführen. Deshalb habe ich gestern Herrn Scholz aufgefordert, Frau Spiegel auch zu entlassen. Des Weiteren habe ich Frau Dreyer aufgefordert, den Staatssekretär Manz zu entlassen, der ebenfalls sich nicht an diesem Abend um die Katastrophe gekümmert hat, sondern nach eigener Aussage Tagesthemen geschaut hat und sich ein Bier aufgemacht hat. Man möge sich das vorstellen. In dem Moment sind auf den Campingplätzen schon Menschen ums Leben gekommen und keiner hat sich gekümmert. Und es gibt im Untersuchungsausschuss den Abgeordneten Bernhard Braun, Fraktionsvorsitzender der Grünen. Er war an besagtem Abend mit Frau Spiegel lange unterwegs, hat lange mit ihr telefoniert
Und ich finde, diese Verquickung zwischen dem, was er mit Frau Spiegel besprochen hat, und dem Aufklärungsinteresse all derjenigen aus dem Untersuchungsausschuss, gibt es ein Problem. Und deshalb fordere ich Herrn Braun auf, nicht weiter im Untersuchungsausschuss aus Transparenzgründen, aus klaren, ehrlichen Gründen nicht mehr anzugehören. Aber das gründen Sie doch auch auf politische Fakten. Also es gibt doch ein gewisses Gesetz dagegen. Oder Paragraph 7 oder was sagten Sie gestern in der Pressekonferenz dazu? In dem Moment, wenn im Untersuchungsausschuss Personen teilnehmen, die auch mit der eigentlichen Sache befasst sind, regelt Paragraph 7, dass sie dann dem Untersuchungsausschuss nicht mehr angehören dürfen. Und genau diesen Fall haben wir hier. Wir haben die Situation, dass Herr Braun mit Frau Spiegel, davon muss man ausgehen, auch über dieses Thema gesprochen hat, an dieser schlimmen Situation, an dem Abend. Und deshalb ist er aus meiner Sicht nicht mehr in diesem Untersuchungsausschuss tragbar. Und er tut gut daran, auch in seinem eigenen Interesse, dort nicht weiter teilzunehmen. Jetzt hatten Sie gestern auch gesagt, dass Fehlervertuschung vorhanden war und dass natürlich auch Journalisten, also sprich Leute, die meinen Job ausüben, Fehlinformationen erhalten haben. Wie schlimm ist das in gerade so einer Situation, in der man sagen kann, politisch gesehen? Also wie schlimm ist es politisch gesehen? Das macht mich hier wirklich fassungslos. Ich habe ja schon andere Untersuchungsausschüsse erlebt und andere schwierige Situationen wie am Nürburgring oder am Flughafen Hahn, bei denen ja auch beides mal die Landesregierung versagt hat. Da ging es aber nicht um Menschenleben. Hier geht es um 134 Tote. Und niemand darf im Schlaf ertrinken. Das ist aber hier passiert. Und niemand darf eine Warnung nicht bekommen, nur weil sie ein Ministerium nicht weitergibt. Genau das ist aber hier passiert. Und deshalb ist die Verantwortlichkeit von Frau Spiegel die einzig richtige. Sie muss ihre Ämter zur Verfügung stellen. Sie ist nicht geeignet. Sie trägt die komplette politische Verantwortung. Sprich, man kann aber dann auch schon sagen, wenn man jetzt wieder auf Landesebene runtergeht, dass ein Misstrauen innerhalb der Ampelkoalition vorhanden ist, oder? So wie Frau Spiegel ihre SMS gestaltet hat, scheint es so tatsächlich zu sein, dass sie mit Innenminister Lewens kein gutes Verhältnis hat, dass man sich gegenseitig nicht unterstützt hat. Dafür spricht auch, dass man überhaupt nicht miteinander gesprochen hat in dieser schlimmen Nacht, dass man alles aneinander vorbeigetan hat, sofern man überhaupt etwas getan hat. Auch Herr Lewens ist ja nur hingefahren und wieder weggefahren. Also das ist eine Situation, die gerade einer solchen Katastrophe nicht gerecht wird, aber im Übrigen auch einem Regierungshandeln nicht gerecht wird. Entweder man arbeitet vertrauensvoll zusammen oder man lässt es. Und in Rheinland-Pfalz ist es so, offensichtlich so, dass SPD und Grüne nicht miteinander können. Und Sie spielen jetzt bei der SMS gerade auf die SMS an, wo sie das Wort Blame Game benutzt hat in dem Sinne. Das Blame Game könnte sofort losgehen. Wir brauchen ein Wording, dass wir rechtzeitig gewarnt haben, wir alle Daten immer transparent gemacht haben, ich im Kabinett gewarnt habe, was ohne unsere Präventionsmaßnahmen und Vorsorgemaßnahmen alles noch schlimmer geworden wäre, etc. Ich traue es Roger zu, dass er sagt, die Katastrophe hätte verhindert werden können oder wäre nicht so schlimm geworden, wenn wir als Umweltministerium früher gewarnt hätten und dass es an uns liegt, weil wir die Situation unterschätzt hätten. Frau Spiegel hat an dem schlimmen Morgen nur im Kopf gehabt, dass sie in irgendeiner Form erklären können muss, dass sie alles getan hat, was zur Aufklärung beigetragen hat und dass sie sich nur um diese Sache gekümmert hat, was ja so nicht ist. Und warum wollte sie das sehr schnell geklärt haben? Weil sie Angst hatte, dass über ein Blame Game, also über ein ja hinterrücks eingesetztes Spiel, der Innenminister Lewens sie alleine zur Verantwortung zieht. Alleine da wird ja dann schon deutlich, dass doch tatsächlich Misstrauen vorhanden ist. Jetzt noch eine Frage. Was hätte man Ihrer Meinung nach besser machen können, als Frau Spiegel es tatsächlich getan hat? Eines ist klar, man wusste schon 2 Tage vorher, bevor die Flut überhaupt kam, dass es extreme Regenereignisse geben wird. Es wäre die Aufgabe und ist die Aufgabe einer Ministerin oder eines Ministers, sich um solche Themen, die das eigene Haus betreffen, intensiv selbst zu kümmern, intensiv nachzuforschen, ob alles getan ist, intensiv mit weiteren beteiligten Ministerien zu sprechen, intensiv Lösungen zu suchen und intensiv auch vor Ort zu sein. All das hat sie nicht getan und deshalb ist sie als Ministerin nicht tragbar. Vielen Dank, Herr Baldauf, für das Gespräch.
Wir werden weiter an der Sehr Sache gerne. dranbleiben. Danke.